nach meinem Zerstörungsvideo über die Grünen, den politischen Islam und zuletzt die CDU, nehme ich mir heute mal die BSW oder besser gesagt das Bündnis Sahra Wagenknecht vor. Warum ich das tue, ist ganz einfach zu erklären. In meinem Umkreis habe ich immer mehr Stimmen gehört, die wirklich glauben, dass ausgerechnet Sahra Wagenknecht und ihre Partei nur das Beste für uns wollen. Warum ich das aber nicht so sehe und warum euer Vertrauen in die Partei ein absoluter Fehler sein könnte, zeige ich euch im heutigen Video. Haltet euch fest, meine lieben Freunde, das hier ist die Zerstörung der BSW. Wenn Sie jetzt die Bundesrepublik Deutschland mit der DDR vergleichen, welches Gesellschaftssystem steht Ihnen näher? Ja, ich hätte natürlich tausendmal lieber mein Leben in der DDR verbracht, als in dem Deutschland, in dem ich jetzt leben muss. BSW, das für Bündnis Sahra Wagenknecht steht, wurde letztes Jahr als Verein und dieses Jahr im Januar offiziell als Partei gegründet. Die Partei steht für zwei Wörter, Vernunft und Gerechtigkeit, was sich ja erstmal ganz gut anhört. Einer der Gründungsgründe der Partei ist, dass die Menschen das Vertrauen in die Politik verloren haben und sich von keiner der aktuellen Parteien mehr vertreten fühlen. Ihr Zweck sei es, diesen Menschen wieder eine Stimme zu geben. Warum ich heute ein Video zu dieser Partei mache, ist folgender. Die Leute vertrauen tatsächlich dieser Partei, wie man bei der diesjährigen Europawahl gesehen hat. Aus dem Stand auf 6 bzw. nach endgültigen Auszählungen auf 6,2% ist schon wirklich beachtlich. Jedoch, meine lieben Freunde, scheinen die Menschen auch hier wieder in eine Falle zu laufen. Fangen wir an. Dadurch, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht sich eine Koalition mit der CDU offen gehalten hat, während es eine Koalition mit der AfD ausschließt, sehr offen, wird eins klar. Und zwar, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht das regierungskritische Lager spaltet und lediglich ein Steigbügelhalter für die CDU fungiert. Und das sollte jedem Wähler klar sein, der die Stimme Sahra Wagenknecht gibt. Also keine Zusammenarbeit mit der AfD, aber eventuell mit der CDU. Manche könnten sich ja dann jetzt denken, okay, besser als mit den Grünen. Aber bevor ihr jetzt noch einen guten Gedanken an die CDU verschwendet, schaut euch mein Zerstörungsvideo über die CDU an. Für die Letzten, die es immer noch nicht begreifen wollen. Ich gebe jetzt mal eine Prognose ab. Nächstes Jahr bei der Bundestagswahl wird die CDU stärkste Kraft nach aktuellen Umfragen. Eine Koalition mit der SPD wollen die definitiv nicht. Aber bei den Grünen und der BSW sind sie nicht abgeneigt. Je nachdem, wie sich die Grünen noch über Wasser halten und die BSW zulegt, werden wir nächstes Jahr tatsächlich eine Regierung aus diesen drei Parteien haben. Für mich und viele andere ein absoluter Albtraum. Warum sollte die BSW so ein Bündnis eingehen und das sogar mit den Grünen? Nun ja... Sagen wir mal so, es hat extreme finanzielle Vorteile, eine Regierungspartei zu sein. Geld, Macht und Einfluss, auch wenn sie als kleinste Partei innerhalb der Regierung dann kaum was zu sagen haben. Wie verhält sich eigentlich die BSW, wenn es um die innere Sicherheit geht? Und jetzt habe ich heute den Antrag eingebracht, den besonders radikalen Verein, der die ganzen Demonstrationen in Hamburg gemacht hat, wo Tausende das Gewaltregime des Kalifats über Deutschland ausstülpen wollten. Den Antrag habe ich gestellt und ich habe ihn namentlich gestellt, zur namentlichen Abstimmung, sodass die Bürger sehen können, wie jeder Abgeordnete abgestimmt hat. Am 13.06.2024 wurde von der AfD der Antrag gestellt, den Verein Muslim aktiv zu verbieten. Mal abgesehen davon, dass alle Parteien dagegen waren, was sowieso schon nicht für die Altparteien spricht, hat sich hier die BSW seltsamerweise enthalten. Für mich ist hier ganz klar, man zeigt kein politisches Rückgrat, sondern will sich den anderen Parteien anbieten, also Option offen halten. Das bedeutet übrigens auch, dass ihnen die Bürger scheißegal sind. Also besser man enthält sich, um weniger den Zorn oder Spott der Bürger ausgesetzt zu werden, und man hat dann mehr Verhandlungsspielraum mit den anderen Parteien. Auch eine andere Sache ist mir Vergangenheit aufgefallen, bei dem die BSW sich nun ja seltsam verhalten hatte. Am 16.05.2024 stellte die AfD den Antrag Ablehnung des WHO-Panikvertrags sowie der überarbeiteten internationalen Gesundheitsvorschriften.
was für uns was Gutes wäre, denn ich brauche jetzt keinen riesen Fass aufmachen und euch erklären, wie schlecht es für euch alle wäre, wenn eine Pandemie ausbricht und die WHO mehr Macht über euch hat als die eigene Bundesregierung. Denn genau das ist dieses Abkommen. Beginnen wir, glaube ich, mit dem wichtigsten Thema, der Überschreibung von Souveränitätsrechten im Gesundheitsbereich von Deutschland auf die WHO, die sogenannten Pandemieverträge. Die AfD hat dieses Thema aufgegriffen als einzige interessierte Fraktion im Deutschen Bundestag. Kollege Sichert hat eine gute Rede gehalten und es gab einen Antrag an die Bundesregierung, das nicht zu tun. Ich will dem kurz vorgreifen, nur die AfD war dagegen. Ein Anhänger der Unionsfraktion hat sich enthalten, alle anderen waren der Meinung, dass wir diese Rechte übertragen sollten auf die WHO. Besonders herausheben möchte ich aber die Rolle von BSW, dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Die hatten einen Redner am Start, der auch eine Rede dazu gehalten hat. Aber als es dann daran ging, abzustimmen zu diesem Antrag, war niemand vom BSW anwesend. Das Bündnis Sahra Wagenknecht verweigert also quasi die Arbeit und hat ganz offensichtlich keine Meinung zu den WHO-Pandemieverträgen. Sonst würden sie ja abstimmen und uns wissen lassen, wo sie da politisch stehen. Das ist einfach nur Arbeitsverweigerung. Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, kam es dann zu einer Abstimmung und die ganze BSW taucht einfach nicht auf, obwohl sich auch die BSW kritisch gegenüber dem WHO-Vertrag immer wieder geäußert hatte. Ich möchte nur wissen, wo waren Sie bei dem WHO-Pandemievertrag, bei der Abstimmung? Das da hätte war mein ich Vertrauen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Rostock und Schwerin. Also bei den ersten beiden Infektionsschutzgesetzen, das hätte mir sehr viel Vertrauen gegeben, wenn Sie da mit dabei gewesen wären. Ich habe gegen die Infektionsschutzgesetze gestimmt. Ich habe ja auch immer mich dagegen stark gemacht. Also ich habe mich immer. Also Sie waren abwesend jetzt diesmal bei dem WHO-Pandemievertrag? Nein, es war nicht die Abstimmung zum WHO-Pandemievertrag. Es war eine Abstimmung über einen AfD-Antrag zu diesem WHO-Vertrag. Also wenn es von der AfD kommt, ist es auf einmal doch ein Problem. Ich möchte keine Lügen erzählen. Innerhalb der BSW und auch Sahra Wagenknecht sind keine Freunde der Corona-Zeit und des WHO. Aber warum verhält man sich dann so, wenn es drauf ankommt? Und genau hier kommt wieder bei vielen der Verdacht auf, dass die Partei schon längst anderen Zwecken dient. Ihr dürft eines niemals vergessen, auch so eine Partei braucht Geld für ihren Wahlkampf und Veranstaltungen. Und woher kommt das Geld? Oder eher gesagt, wer bezahlt und fördert die Partei? Hier in diesem Fall zum Beispiel bekam die BSW eine 4 Millionen Euro Spende von einem Privatmann bzw. Privatpaar, das in der Hightech-Branche tätig ist. Es gibt Menschen unter uns, die hier den sogenannten Deep State sehen, die reichen Finanziers, die im Hintergrund sitzen und vorn ihre Puppen steuern. Ich würde sowas nie behaupten. Kommen wir nun zum letzten Kapitel und damit zur dunklen Seite der Macht. Trauen Sie der DDR nach? Ja, trauern. Die DDR war mein Land. Ich wollte eigentlich in der DDR leben, natürlich. Ich denke, dass bestimmte Fragen, vor allem im sozialen Bereich, in der DDR tatsächlich menschlicher gelöst waren. Die DDR war sozialer und menschlicher. Alt, aber was ist das denn? Wenn Andreas Ley von Stuttgart nach Dresden kommt, dann schmerzt es ihn jedes Mal. Denn hier in seiner Heimatstadt begann 1988 all das Leid, das ihn seitdem nicht mehr loslässt. Mit seiner Frau wollte er die DDR verlassen, hatte schon seit Jahren einen Ausreiseantrag gestellt und war damit politisch unbequem. Ich bin am 1.12.88 in Haft gegangen. Am 2.12. ist das Kind in eine Klinik gebracht worden mit einem angeborenen Leistenbruch. Der sollte operiert werden und von da an verliert sich sämtliche Spur. Seiner Frau erklärte man im Krankenhaus, Dennis sei an einem Asthmaanfall verstorben. Der heute 60-Jährige saß währenddessen in Stasi-Haft, einem Knast, den er mit uns nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder besucht. Heute eine Gedenkstätte. Vom Jugendamt wurden ihm nach der Wende heimlich Unterlagen zugespielt. Sein Sohn Dennis lebt, wurde damals zur Adoption gegeben. Offiziell bekommen die Eltern zwangsadoptierter Kinder keinerlei Unterlagen vom Jugendamt, denn im Einigungsvertrag steht dieses Thema nicht und damit gilt das Adoptionsrecht der Bundesrepublik. Was heißt, die leiblichen Eltern geben alle Rechte ab. In das, was ich alles herausgefunden habe, kann man hier gar nicht alles unterbringen. Das würde jeglichen Rahmen sprengen. Schaut einfach selber nach. Es ist eines ganz sicher, die DDR war weder menschlicher noch sozialer. Es war ein Terrorstaat. Aber den hier gebe ich euch noch mit. Interessengemeinschaften und Opferverbände mahnen dringend eine Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der DDR-Geschichte an. Es waren vor allem politisch missliebige Personen, denen die Kinder weggenommen worden sind, aber auch Mütter, die ein behindertes Kind bekamen. Behinderte Kinder wollte der Arbeiter- und Bauernstaat nicht. Sie passten nicht ins sozialistische Bild, unterlagen sogar
einer Meldepflicht. Ich hoffe, euch ist bewusst, dass alle Altparteien, die wir im Bundestag haben und auch die neuen bis auf die AfD, genau so ein System wieder anstreben. Die einzigen, die sich diesem System mit aller Härte entgegenstellen werden, das sind die Rechten. Und die Rechten sind nur die AfD. Dann kommen wir dann noch zum asozialen Paragraph, bei dem alle arbeitslosen Menschen, die nicht arbeiten gehen wollten, aber auch nicht konnten, zum Beispiel durch eine Behinderung, einfach so inhaftiert wurden. Dem Regime war es egal, ob du vielleicht nicht arbeiten gehen konntest, weil du zum Beispiel eingeschränkt warst. Geholfen vom Staat wurde dir dann nicht. Heute aber schon, denn sowas macht einen Sozialstaat aus. Die Stärkeren gehen arbeiten, um die Schwächeren zu unterstützen. Meiner Meinung nach bist du sowieso nur stark, wenn du Schwachen hilfst und nicht unterdrückst oder folterst, so wie es die SED zum Beispiel getan hat. Ich war 19, als die Mauer fiel. Erinnern 20, Sie, 20, erinnern Sie sich noch an den Tag? Ja, sehr genau. Wie haben Sie ihn erlebt? Ach na, sehr deprimiert natürlich. Also dieser ganze Herbst 89, da brach für mich das weg, womit ich mich identifiziert habe. Da ging mein Land kaputt. Und das war für mich zunächst mal eine ganz schlimme Zeit eigentlich. Und ich bin sicher, dass die Leute, die damals aus der DDR wegen diesem so sozialen System geflohen sind, auch deprimiert waren, als sie erkannt haben, dass es im Westen sowas wie Freiheit gibt. Man beachte auch das Publikum im Hintergrund, das bei dieser Aussage selbst kaum ruhig bleiben konnte. Damals Mitglied der SED geworden? Ja, Mitglied der SED bin ich 89 geworden, allerdings schon im Frühjahr. Wer oder was genau war eigentlich die DDR und die SED, bei denen Frau Wagenknecht Mitglied war? Die DDR ist eine kommunistische Diktatur, in der eine Partei, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands oder kurz SED, das Sagen hat. Die SED nutzt verschiedene Mittel, um ihren Machtanspruch auch tatsächlich durchzusetzen. Sie bestimmt das Parlament, sie kontrolliert die Wirtschaft, sie lenkt das Militär und sie schafft eine Geheimpolizei, einen Geheimdienst, der nach außen und nach innen arbeitet, der also nicht nur die Feinde im kapitalistischen Ausland wie die USA oder die Bundesrepublik Deutschland, sondern auch die eigenen Bürger in der DDR bespitzelt und überwacht. Wie begründet die SED eigentlich, dass sie eine Staatssicherheitsbehörde aufbaut? Naja, die SED hat Angst, die Macht zu verlieren. Sie hat nicht nur Angst vor den äußeren Feinden, sondern vor allem davor, dass sich die eigene Bevölkerung von der SED und der DDR abwenden könnte. Die DDR und die SED, also die Partei dahinter, waren eine kommunistische Diktatur und wegen dieser Vergangenheit wird auch heute Sarah Wagenknecht oft als Kommunistin bezeichnet. Nicht von mir, sondern in Social Media. Anhänger der BSW könnten jetzt sagen, ja, aber sie ist ja heute eine reife und gebildete Frau geworden. Ja, aber das Problem ist, dass bei Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugendzeit so geprägt und aufgewachsen sind, sich nicht einfach so ändern oder ihre Vergangenheit den Rücken kehren. Zum Abschluss noch drei wichtige Sätze. Schaut euch meine anderen Videos an, um euch mal ein transparenteres Bild über unsere Lügenpolitiker zu machen. Zweitens, ich selbst bleibe bei der Wahl, dass es nur eine Volkspartei gibt, die das Interesse hat, uns zu vertreten, und das ist die AfD. Drittens, sind die rechten Konservativen das einzige und stärkste Schwert gegen eine linkssozialistische Diktatur. Denkt immer dran, ihr seid nicht alleine mit eurer Meinung und wir werden immer mehr. Schlaft gut und passt auf euch auf.